Aufnahme gerade zum gewissen Teil entfernen. Nicht wegen der Mucke, sondern weil meine Voice einfach auf 100% war und ich kann hier nicht laden. Ich erkläre euch kurz, was ich gemacht habe. Ich dachte mir, ich mache lieber Hauptmission weiter, bevor ihr euch doch vielleicht gegen diese Special-Sachen entscheidet. Und gegen Hauptmission wird sich, denke ich, keiner wenden. Und ja, darum habe ich jetzt hier, ich bin zu Faith gegangen, hier rechts. Ich will die Karte aufmachen. Ihr wisst Bescheid, ich bin jetzt hier in diesem Bereich und habe mit dem Kerl gelabert. Er hat gemeint, er macht Mucke an, dann kommen die ganzen Pisse angerannt. Nur ist die Mucke sicherlich auch geschützt, das ist ein bisschen kacke. Deswegen labere ich auch gerade zu viel. Und ja, ist jetzt minimal bescheuert, dass die Mucke da dabei ist. Aber ja, wir müssen einfach nur ein paar Angels killen. Und er kriegt jetzt die Musik nicht mehr aus, die er angemacht hat, die anlocken. Deswegen muss ich hier ein paar Schalter umlegen. Ich gucke eben jetzt gerade, genau an dieser Stelle habe ich hochgeguckt und habe gesehen, dass ich auf 100% stehe. Einfach von alleine. Das war natürlich richtig scheiße. Bye bye. Weil man hier bei diesem Spiel eben nicht einfach nur speichern und laden kann. Ich konnte nur den letzten Kontrollpunkt laden und der war jetzt eben hier mittendrin. Ist ein bisschen kacke. Aber was soll man machen? Ist halt nur noch da vorne, ist die Mucke an. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh, oh no, oh no. Ah! Schnell, 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 dich wieder hoch. Oh, fuck, wie sie ultraballern. Wow, was war denn das? Schnell Mucke aus, schnell Mucke aus. So. Nein. Habe ich jetzt gedrückt? Ich weiß nicht. Bitteschön. Komm. Also. Ah. Jetzt sichern wir das Gebiet. Wir haben diese... Au, 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 au. Habe ich die gerade umgemacht? Durch drauffallen? Ich glaube schon. Wir haben diese ultra chillige Waffe. Damit habe ich gerade so geile Kills gemacht. Es war richtig sacklustig. Und dann ist einfach meine Voice auf 1 Milliarde %. Also ihr hättet mich kaum gehört, weil ich komplett übersteuern war. Anrufskript. Sag, dass du anonym bleiben willst. Sag nicht deinen Namen. Hey, ich bin ein großer Fan von ihrer Show. Dankeschön. Meine Frage ist, ist es okay, wenn man sich in eine Tante verknallt hat, mit der man nicht blutsverwandt ist, sondern die nur angeheiratet ist? Und wenn ja, wie sagt man ihr das denn? Sie ist eine unglaublich sexy Dame und sie soll ja nicht durchdrehen, aber ich habe einen romantischen Rivalen und muss schnell etwas machen. Danke, großer Fan der Show, wirklich. What the fuck, dude? Bam! Also manche zerplatzen einfach, andere fliegen lustig weg. Wie zum Beispiel diese hier. Ha! Eins und zwei und... Oh fuck. Bam! Pistol, Pistol, Pistol. Oh fuck. Nein, 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 nein. Ha! Achtung, jetzt Seitenhieb. Waffen-Takedown hat nicht funktioniert. Alter, die stehen da mit einem Truck rum. Oh oh. Die burnen ein bisschen. Habe ich eigentlich keinen Mate dabei, der mir irgendwie hilft? Also außer er, der die Mission gegeben hat. Oh. Wo kam jetzt das her? Wo war jetzt bitte schon diese Ultra? Oh, haha, bye bye. Das war's. Jawohl. Weiß nicht, was mich da hochgepegelt hat, aber jetzt passt's. Wenn nur alle Cops so cool wären wie du. Was soll ich sagen? Ehrlich. Wir beide, das ist pure Chemie. Wir sind ein verdammt geiles Team. Alles klar, mach dein Ding. Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst. Okay, er hat doch vorhin gemeint, wir müssen nicht unbedingt eine Hose tragen bei dieser Sache. Renn, Baby, renn. Brenn, Baby, brenn. Wir haben die Troller ja auch gleich wieder geschafft. Okay, fängt ihr uns gerade ein? Ja, ja. Wir sind jetzt wieder bei der Faith, das heißt, Warnverstellung incoming. Oh. Hallo? Alles klar, ich sag's gerade noch und es passiert. Willkommen im Bliss. Aha. Ich bin irgendwie schon bei 80% bei ihr und sie sagt, willkommen im Bliss. Lächerlich. Verdeckerlass. Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Hey! Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden.
Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Ach, guck mal da. Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Ja. Ich weiß, du willst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nie wieder. Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein, das ist nicht wahr. Wir leben oberflächliche Leben und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie, wir leben nicht unser Leben. Wir leben ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du, wenn das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Und letzten Endes, Rookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Aber drogeninduzierte Zufriedenheit ist doch jetzt nicht das Optimale. Vertrau dem Bliss nicht. Hol dir den Marshall. Okay. Marshall! Bleiben Sie stehen. Sofort. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht rennen. Drauf an. Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. Ja, ich versuch's ja. Aber ich kann nicht. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei diesem Kaugas. Schnappt euch den Marshall. Ruf, du musst ihn retten. Wer hat uns eigentlich mit John geholfen? Das waren ja nicht die in dem Bunker, oder? Das ist die in diesem Wolfsden oder sowas. Das war doch ganz weit oben irgendwo. Pass auf, der ist jetzt gleich so richtig eklig, wenn er sich umdreht, doch nicht? Ich dachte, er hat jetzt so eine Zombie-Fresse. Guck mal da. Du hältst dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber. Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Zieh mich an. Ruhig. Keine Drogen. Nein. Da ist er ja echt. Okay, ist nur ein Beruhigungsmittel. Nein,
Keine Drogen. Nimm die Waffen runter. Kommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich kann es. Sheriff. Okay. Bitte. Okay. Ich bin nicht verwirrt. Okay. Halt der Verbleib. Okay, leg dich einfach. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy. Ich halte das für eine scheiß Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Uh-oh. Ich rede mal mit dir. Ha, also wir haben ihn jetzt echt gerettet. Ich dachte, das wäre so eine Nebelgeschichte. Unwissenheit ist ein Segen. Da liegt er. Er ist aber noch live, oder? Ja. Oh Gott, Leute, was geht bei euch da draußen ab? Nochmal, Deputy. Ich kann's kaum fassen, dass du den Marshall aus der Glückseligkeit geholt hast. Ja. Das wird die Faith nicht durchgehen lassen. Sie wird dir gehörig einzahlen, Jungspund. Sei auf der Hut. Ich warte nur auf diese Faiths, damit ich sie zerstören kann. Dieses kleine Smitch. Was ist denn mit dir hier oben los, ha? Tracy. Hey, entschuldige das von vorhin. War nicht cool. Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Aha, aha. Aber ich arbeite dran. Also, Neustart. Willkommen. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein. Wegen dem, was da draußen los ist. Mhm. Ich hoffe, Earl hat recht, was dich angeht. Earl. Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Eden's Gate besiegen kann. Wenn du mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment. Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Ja, ja. Natürlich hast du. Ist ja nicht zu übersehen. Der alte Joseph Seed, der Vater. Faith hat dieses hässliche Ding von ihren Groupies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue? Furchtbar. Wir müssen diese Statue abreißen, damit die Peggys wissen, dass ihr Vater kein verdammter Gott ist. Ja. Er ist nur ein Mensch. Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Hüssi, hüssi. Mach ich dir locker, dann hassel ich dir hin. Hab doch jetzt so ein Über... Ist nicht gerade einfach, da runter zu springen, da hast du vollkommen recht. Wir nehmen jetzt diesmal, die hat schon 15 Kills, die hat 17, die hat gar keine, aber ich glaube, das ist eine richtig krasse... Ach komm, wisst ihr was, wir nehmen sie mit. Wir brauchen einfach noch, wir brauchen noch welche von diesen Punkten hier. Ah, 13 haben wir schon wieder, was ist das? Das haben wir schon gesehen. Mehr Gegenstände, das ist generell mehr Munition an sich, mehr Gegenstände und die ganzen Munitionsarten. Was ist das hier? Gehe, sprint und lande leiser. Erleide weniger Schaden durch Stütze, funktioniert auch in Arcade. Cool, dass wir das Werfgeschosse wie Granaten... So, ich mach das hier. So. Und dann vielleicht noch... Ja! Können wir das Zeug besser oder schneller herstellen, weil wir nicht so viel Zeug brauchen. Apropos, ist jetzt gerade alles voll? Sieht so aus, ja. Okay. Da holen wir uns jetzt unseren Ultra-Heli. Dann raschen wir mal aus, da. Ultra-Heli. Ja, der Überkrasse. Wie viel Cash haben wir? 2000. Ich hatte doch 26.000 oder sowas. Schade. Ist jetzt eingestiegen? Ah ja. Läuft, let's go. Den bomben wir jetzt einfach weg. Was für eine Ironie, oder? Ah, da ist noch ein Ding. Haha. Also egal, ob ich es aufnehme oder nicht, darauf freue ich mich schon auf diese Schreien- und Silo-Zerstörerei, wenn ich einfach mit dem Heli durch die Gegend fliege und alles abklatsche. Warum bin ich jetzt tot? You little nerd. Und hochziehen! Entdeckt! Wie sie ausrastet! Ein Kinderspiel. Waffe wechseln. Okay, gleich sind wir da. Oh, ein dickes Loch in das Teil. Ah, another chitch. Aha. Weggenudelt. Oh, wen habe ich jetzt gekillt? Bitteschön. Was für unschuldige Zivilisten. Boah, ist die riesig, die Statue. Das ist echt ein Klopper. Oha!
Easy peasy lemon squeezy. Bei Martin Scorsese. Na weg. Was für unschuldige Zivilisten, bitte! Verdammt, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Und tschüss, du Zementverschwendung. Ey, falls du mehr Ärger machen willst, ich hab ne Idee. Faith hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Was? Was hat mich jetzt bitte schon gerade mit im Instant-Kill geholt? Sie getroffen. Ich fall schon. Ich bin schon aus dem Helikopter rausgefallen und sie merkt das dann erst. Ah. Ich hoffe, die ist jetzt schon direkt kaputt oder wird jetzt einfach der letzte Stand geladen. Verdammt, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Hm. Und tschüss, du Zementverschwendung. Zementverschwendung. Hey, falls du mehr Ärger machen willst, ich habe eine Idee. Faith hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Machen wir. Wenn man sich mit den Falschen anlegt. Danke. Fettgesicht. Du wirst ein paar Leitern sehen, die nach oben führen. Finde die Hebel und zieh kräftig dran. So kannst du sie nach unten holen. Jawohl. Mitgemacht. Aber erst noch ganz kurz metzeln, oder? Oh, yeah. Hallo. Von hinten kommt auch einer. Achtung, ich gehe hoch. Bye, bye. Jawohl. Oh, wir sind voll. Hallöchen. Einfach den Hals eingeschlagen. Ja, ganz schön krank, ne? Da ist jemand hochgekommen, Vorsicht. So, wir müssen jetzt hoch. Woo! Augen nach oben. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Alles cool. Achso, nee, ist nicht cool. Ist nicht cool. Da bräuchte ich vielleicht doch dann einen Raketenwerfer oder so, ne? Den von unten. Ja, dann leg ich das Ding hier weg. Warte mal, das mache ich schnell. Rocket Launcher, please! Au. So. Ah. Moment. Oh, hallo. Prüf deine Munition, solange du noch kannst. Da rollt eine neue Welle an. Naja, ja, ich muss jetzt erstmal hoch. Ich muss jetzt die Drulle aufheben, dass ich ein bisschen Rückendeckung habe. Obwohl das vielleicht nicht die beste Wahl ist, so eine am Start zu haben, die jetzt halt nur einen Bogen hat. Oh Gott. Ach du Kacke. Oh, die haben mir die Munition abgeknallt. Bye bye. Nein, er fliegt weg! Was ist denn... Oh, ich wollte gerade schießen, dann fange ich an zu brennen. Das sind vielleicht dreckige Luckboys. Das ist schon wegen Counter-Stricken. So. Achtung, ich muss hier mal hoch. Danke. Ja. Durch keinen Platz von Deutsch geknallt. Oh! Wir werden noch mehr Hubschrauber gemeldet. Bleib wachsam. So, dann ziehen wir hier schon mal, dass das Ding langsam runterkommt. Oh Gott, hier ist ja alles voll mit den Fässern. Bam, 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 bam. Da ist ein Safe. Oh yeah. Wir brauchen ultra viel Cash. Ich will einfach alles kaufen, was möglich ist. So, let's go. Gleich sind wir da. Wo haben wir Besuch? Bei dir da unten. Das macht mir nichts aus. Bam in den Kopf. Bumm in den Karpfen. Keiner mehr. Sieht so. Oh, another safe. Die waren ja komplett eingebaut hier. Da drüben, siehst du? Nöss. Ich sehe gar nichts. Wo ist dein Fahrt sauber anvisiert? Wo ist dein Fahrt hier jetzt? Hör! Ey. Es ist wirklich jetzt direkt Hüfthof und Hüfthoch und da kommt nicht dran. Juhu! Bye bye! Abgefackelt, die Snitch. Ha!
Oh, es wackelt hier oben ultra. Was hast du getan? Oh no. Deine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Ja, ich hoffe doch einiges, du Blunz. Da unten habt ihr die Leute runtergeschmissen. Das ist auch ganz schön crikey, dude. Wir gehen direkt zur nächsten Mission. Und zwar zu Dr. Charles Wurstgesicht. Das war einfach nur wunderschön. Ah. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Sie wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Super Aktion, super. Das ist eine super Aktion gewesen. Ja. So, der höchste Punkt der Welt. Hey Rookie, hier spricht Tracy. Du hast also die Schreine gefunden, die Faith errichten ließ. Die liegen alle entlang ihres komischen Pilgerpfads. Und dort treiben sich immer diese verfluchten Pilger rum und huldigen diesem verfluchten Joseph. Wieso lässt du sie nicht alle zur Hölle fahren? Lass nur noch Staub von diesen Scheißschreinen übrig. Ja, dann machen wir das noch. Das ist, glaube ich, das direkte, was hier unter uns ist, ne? Oder? Ich nehme an, das sind die hier unten. Da habe ich jetzt schon ein paar kaputt gemacht. Ja, ein paar sind kaputt. Kann ich es direkt so machen? Ah, ja, man muss ja gedrückt halten. Hopp, wie räudig ist das? Bitte schön, warum muss ich das gedrückt halten? Kann man nicht einfach plupp und dann geht der Fallschirm auf? Nein. Also ich habe rechtzeitig gedrückt, aber nicht gehalten. Ja, ist klar. Ist klar. Ah! Schissel mal Whistle. Ja. Und ich greife jetzt an! Ich hab Ziele im Visier. Ich hab Ziele im Visier. Das sind irgendwelche Fackeln. Oh, leck mich doch. Leck mich doch am Arsch! Jetzt hätte ich ultra geil da runtergleiten können. Aber nein, ich hab. Ich dachte, das ist hier unten, muss ich irgendwie zerstören. Jetzt hier close. Oh mein Gott. Kann ich hier noch in irgendeiner Form gleiten? Ja, komm. Ich hoffe, es reicht bis darunter. Ich werde wahrscheinlich wieder in den Bäumen strugglen, aber das passt schon. Strugglei, strugglei, na 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 dai. Das ist schon echt cool. So, oh, fuck! Oha. Zieht ab mit einem verkackten Flug. Wenn mich so eine Bombe in der Luft trifft, bin ich so gejuckelt. Glaubt ihr, ich schaff's? Also glaubt ihr, ich krieg irgendwie Auftrieb? Also durch ein Wunder oder sowas? Vorhin sind wir so leicht nach oben geflogen, als wir dem Boden näher kamen. Oh! Ho, 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 Inhuman Collections, hallo! Haha, nice! Oh! Hör auf! Ah, hier muss man es dann nur schnell, kurz antippen. Das ist lächerlich. Super, da liegt jemand rum. Wo sind wir denn hier? Oh. Hey, und wir haben jetzt... Wir haben ein Flugzeug hinter uns. Das ist echt... Okay. Wer ist bei uns dabei? Ist sie noch da überhaupt? Hey, die ist noch da. Dann mach du mal den da. Oder macht ihr da oben? Vielleicht kriegt sie den Piloten, das wäre der Hammer. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nirgends. Halt, da war eben was Blaues angezeigt. Da hinten. Da kommt sie angerannt. Oh oh. Alter, warum schießt denn der auf die Leute? Bye bye. Boah. Der ist direkt geplatzt. Nice. Pretty nice. Bye bye. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht gekillt. Mach den da mal. Ich glaube, das war sie. Kam mir zuvor. Nämlich den Ding noch nicht mal losgelassen. Das war ja ultra knapp, Mann. Voll die heilenden Quellen hier. Ist der weg? Ja, der ist weg. Sehr gut. Machen wir den da noch. Kann die vielleicht den Piloten ausschalten? Das wäre der Hammer. Ich werde
Nee. Das sehe ich den nicht. Achso, warte mal, was habe ich noch? Ich habe doch hier. Bye bye. Es lohnt sich schon, so einen Teil dabei zu haben, auf jeden Fall. Wo ist meine Tasche? Was für eine Tasche? Meine Tasche verloren. Wo ist denn Tasche? Erzähl doch mal. Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt. Ich und ihre Angels versuchen seit Tagen. Ich brauche Hilfe! Um Himmels Willen! Er ist einfach ein VIP gewesen hier hinten. Die hat hier gechillt. So, jetzt aber bitte. Die Trulla ist tot. Oh, warum ist denn die jetzt down? Die liegt im Wasser. Hoffentlich kann ich die im Wasser aufheben. Guck, die liegt auf dem Wasser drauf. Richtig krasse Frau. Okay. Hat geklappt. Wie hat sie das denn gemacht? Das sind so schöne heiße Quellen hier. Folge mir bitte. So, jetzt nochmal. Hörst du jetzt zu? Ja! Also, ihre Angels versuchen seit Tagen uns zu kriegen. Ich hab hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe die Angels anzunehmen. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Oh. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Ja, ist ja schon gut, ist doch nicht schlimm. Wenn es direkt da unten im Teich ist. Bis jetzt war noch nie irgendwas Schlimmes in den Teichen, oder? Wahrscheinlich ist hier jetzt ein Crocodile. Wenn man gegen den Vater ist, bringen sie ein für einen. Ha! Crocodile? Boah, wie tief wir müssen. Oh, ist das ein Blisssee? Ist das ein See voller Bliss? Bliss. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Ist hier was? Ist hier oben gerade Krieg? Hallo? Ajo? Oh shit! Okay, wir müssen irgendwo hoch und den direkt abknallen. Da drüben gehen wir hoch. Go, 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 go. Hier. Oh nein, flieg noch ein Stück weiter, bitte, du Dreckarsch. Ich hab fest damit gerechnet, dass er noch ein Stück rüber schwingt. Hier. Hallo? Ja. Geh mal runter. Chill mal. Da vorne ist noch. Was ist das, mit dem mit den Feuerpfeilen schießt? Aha. Sicherer. Was war denn das? Das ist der Elefant. Ich glaube, die machen Geräusche, die Elefanten, ne? So, Dr. Casey. Du hast uns allen das Leben gerettet. Ernsthaft? Ach, entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunehmen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Ja, dann gib mir die Liste her. Habe ich die Liste jetzt? Hallo? Ah ja. Schwarzbeinhaut und Prunkhornhaut. Toll, wie du das Gefängnis verteidigt hast. Ja, ich bin so toll. Da hinten. Ey, das machen wir geschwind, Ich hol das Bicycle und dann holen wir... Ja, die Elefanten machen Geräusche. Komm, das hasseln wir jetzt nieder. Das ist ja immerhin noch eine Hauptmission. Aber ich unterbreche direkt mal und da geht's dann in der nächsten Folge weiter mit der Jagd auf die Unbeschädigt. Was heißt denn das? Darf ich dann nur mit dem Bogen? Wahrscheinlich. Bis gleich.